Herzlich willkommen zurück bei Fittorial. Wie ihr aus unserem Basisvideo gesehen habt, kann man sein Workout eigentlich aus 5 einfachen Übungen zusammensetzen. Wir haben aber auch gesagt, dass es auf Dauer natürlich ein bisschen langweilig ist, wenn man einfach immer nur ganz normale Kniebeuge macht. Genau. Deswegen zeigt die Melli mir jetzt ein paar Variationen. Also als Basis hatten wir ja, wie gesagt, schulterbreit, ne? Nicht in die auf Zehenspitzen gehen. Das schön unsere, den Po nach hinten setzen, aufrecht bleiben, Bauchnabel einsaugen Richtung Wirbelsäule, Schultern entspannt, damit auch wirklich die Beine arbeiten. Und wenn ich das jetzt wochenlang gemacht habe, mein Körper sagt, diese Übung, die kann ich ja schon so aus dem FF, dann müssen wir natürlich einen neuen Impuls setzen. Das ist immer das Beste. Du kannst die Schrittweiten variieren. Mhm. Du kannst, wenn du jetzt aus dem schulterweiten Stand kommst. Machen wir so gerade noch, dass wir das da auch sehen. Mhm. So, also das war unsere Basis. Genau, das ist mein Schulterweiter, das ist dein Schulterweiter Stand. Schulterbreit, also. Ach, Entschuldigung, hüftweit, Verzeihung. Nicht mal Schulterbreit wäre ja. Ja, man steht auch immer so. Nee, es ist schon eigentlich die Schulter. Doch, doch. Das war ein Scherz, weil ich so breit bin. Okay, Entschuldigung, ich hab's nicht verstanden. War hier auf Professionalität eingestellt. Also schulterweiter Stand und dann kannst du, um auseinander zu gehen, sagen, ich setze einmal Ferse 10 nach außen, dann bist du eine Schrittweite weiter. Mhm. Das ist immer eine ganz gute Sache. Ich würde die Zehen leicht nach außen drehen. Okay. Genau. Weil dann kann das Knie viel besser über die zweite, dritte Zehe nach außen sinken. Genau. Ansonsten, wenn du das jetzt machst, müsst du eigentlich schon spüren, Beinrückseite arbeitet ein bisschen mehr und der Po. Und je mehr du den Po involvieren möchtest, desto mehr spannst du den einfach mal richtig schön an auf dem Weg nach oben und drückst dich wirklich auch mal so einen Tacken mehr über die Ferse hoch. Eigentlich presst du immer den kompletten Fuß in den Boden. Aber wenn du mal so ein bisschen mehr noch nimmst, dann spürst du richtig, wie hier so die rückwärtige Kette einmal aktiviert wird. Ich merke sogar tatsächlich, dass als Knieinvalide, der ich ja bin, also leichte Knieprobleme gehabt habe. Es ist ein bisschen einfacher für mich, als das Schulter- oder Hüftbreit stehen. Weil das ist immer ein bisschen, Musst du noch mehr stabilisieren und hier hast du einfach mehr Spielraum. Okay, was so, können wir noch kannst machen? Kannst du noch einen Schritt weiter nach außen gehen, genau, wieder Ferse 10. Und jetzt bringst du halt schön auch die Beininnenseite noch mit ins Spiel. Oh ja. Hm? Und dann hast du so einmal rund um dein Bein trainiert. So, jetzt habe ich alle möglichen Kniebeugen mit verschiedenen Schrittweiten gemacht. Bin jetzt durch, bin voll der Kniebeugen-Profi. Ich brauche noch mehr für die Beine. Tempo variieren. Tempo variieren? Mhm. Such dir eine Schrittweite aus, in der du dich gut fühlst. Die fand ich gut. Die fandst du gut. Was kannst du machen? Du kannst sagen, du gehst schnell tief, hältst kurz unten und drückst dich dann langsam wieder hoch. Das Ganze kannst du umdrehen. Langsam tief, schnell wieder hoch. Wichtig, gerade wenn du dich schnell aufrichtest, nicht ins Gelenk reinklatschen oben, also sondern immer leicht unter Spannung bleiben. Ja. Das Bein ist leicht gebeugt. Zum einen schützt du dadurch dein Gelenk und zum anderen bleibt auch der Muskel unter Spannung. Wir wollen, wollen ja einen Trainingseffekt die ganze Zeit. Niemals so ins Gelenk so klack. Genau, das darf nicht einrasten. Ja. Und dann kannst du, was sich auch richtig, richtig schön anfühlt, ist wirklich mal so super langsam tief und genauso langsam und genüsslich wieder hoch. Auf dem Weg nach oben will man meistens so schnell wie möglich wieder oben ankommen. Ja. Aber genieß wirklich mal jeden Zentimeter. Du hast eine komische Definition von Genuss, aber wir lassen das mal so stehen. Und was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, ist unten zu pulsieren. Weil hier hast du auch den Muskel dauerhaft unter Spannung. Du kannst einfach mal durchziehen und sagen, ich pulsiere hier so 16 oder 32, je nachdem, wie du drauf bist. Ja, könnte man sagen. Oder du machst, sagst halt 3, 2, 1, ziehst dich wieder hoch. Also da hast du viele Möglichkeiten, dich einfach ein bisschen ranzutasten. Und wenn ich jetzt Kniebeuge, jetzt haben wir verschiedene Schrittweiten, wir haben verschiedene Tempi. Gibt es noch was ich für die Beine machen kann in meinem schönen 5 Übungs-Workout? Meinst du was ganz anderes? Zum Beispiel. Ein Ausfallschritt. Zum Beispiel. Ja. Wie geht der denn? Machst einen Schritt nach vorne, testest immer am tiefsten Punkt. Schau mal die andere Seite. Ja. Am tiefsten Punkt
hast du 90 Grad in beiden Beinen, also vom Kniegelenk. 90 Grad. Mhm. Du führst das hintere Knie Richtung Boden, aber nicht zum Boden. Okay. Und dann bleibst du super aufrecht. Stell dir einfach vor, dein Oberkörper ist wie so ein Aufzug und geht einfach nur hoch und runter. Am besten, wenn man ohne Zusatzgewicht in Händen arbeitet, Hände immer in die Hüfte. Weil man möchte vielleicht gerne mal so diesen hier machen. Okay. Aber zum einen machst du es dir dann viel zu leicht und zum anderen siehst du auch, wie ich immer hier so spitz ins vordere Knie gehe. Das ist nicht gut. Genau. Und hier hast du wie bei den Kniebeugen auch die Möglichkeit, das Tempo zu variieren. Also Tempo-Variation, wo können wir hier machen? Schrittvariation macht hier keinen Sinn. Eigentlich gibt es nur die optimale. Also du solltest, genau, es gibt nur die optimale. Also du siehst das an den Winkeln in deinen Knien. Mhm. Und was auch immer wichtig, also wenn du zu kurz gehst, dann merkst du sofort, dass du nicht mehr optimal bist. Da würde ich auch direkt schon einen stechenden Schmerz beim Zugucken schon. Und was auch wichtig ist, starte am besten aus dem hüftweiten Stand. Mhm. Und dann gehst du einen Schritt zurück. Ja. Genau, und dann stehst du wie auf Schienen. Ja, und ich habe auch einen Gleichgewichtssinn wie ein... Ja, genau. Und es wird nämlich anstrengender, je enger du stehst, weil dann bist du mehr damit beschäftigt, auszubalancieren. Deswegen wie auf Schienen stehen. Das hier ist irgendwie Unsinn und ist auch viel, viel schwerer zu halten. Also auf einer Linie stehen ist schwer. Genau, wirklich. Deswegen starte aus dem hüftweiten Stand. Das ist immer ein guter Anhaltspunkt. Gerade zurück und dann. Ja. Und die kann man auch, wie ich das jetzt gerade schon gemacht habe, auch dynamisch machen. Nach hinten, kannst du aber auch einen dynamischen Lunge nach vorne machen. Dann drückst du dich mehr von vorne weg. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Ja, also ihr könnt diese Übungen jetzt einfach quasi in das Programm, was wir euch ja schon gezeigt haben, in dieses 5-Punkte-Workout sozusagen einfließen lassen. Einfach mal rumtauschen. Und das ist halt auch ganz wichtig für den Muskel, immer wieder neue Impulse setzen. Denn der Muskel ist... Ja, wie alles eigentlich im Leben. Man gewöhnt sich an die Belastung und wird auch effizient. Also der Muskel merkt dann auch irgendwann, es kommt je Woche für Woche, immer um dieselbe Uhrzeit, immer derselbe Reiz. Dann kann er das nachher auch mit seinen Minimalvoraussetzungen. Dann baut er auch schon wieder fast ab. Deswegen immer schön durchmischen, damit man sich weiterentwickelt. In diesem Sinne, gutes Training.